Schönen guten Abend. Das war eine Dieselleistung von uns. Diesel braucht ein bisschen Zeit, um auf Tempo zu kommen. Und die ersten 10 Minuten hat unsere Torwart eine sehr solide 10 bis 15 Minuten gehabt. Duisburg hat die Möglichkeit, um 1-0 die Führung überzunehmen, aber das ist nicht der Fall. Langsam sind wir in Schwung gekommen, wir haben ein Tor geschossen, wir gehen in der Kabine rein mit einer 1-0 Führung. Und dann ist es immer besser gegangen, außer die Strafen. Wir haben natürlich viel zu viele Strafen gehabt, ich glaube 7 oder 8. Zweimal in 3 gegen 5. Hut ab für unsere Penalty Killers heute Abend. Sie haben fantastische Arbeit geleistet. Aber wir sind langsam, wie gesagt, 5 gegen 5. Wir sind immer besser geworden. Und in der dritten Drittel, das war deutlich zu sehen, dass die Jungs viel Lust hatten, um Eishockey zu spielen. Und, ich wünsche Christoph und seiner Mannschaft alle Beste für die letzten 6 Spiele, glaube ich. Und dank sei die 3 Punkte von uns heute haben wir eine kleine Chance, noch immer auf den 2. Platz zu kommen. Dankeschön. Dankeschön, Doug, für dein Statement. Ja, Schubi, ich glaube, Powerplay ist heute ein Stichwort, was man aufnehmen muss. Ja, erstmal schönen guten Abend, Dagi, Gratulation. Ja, Powerplay oder Chancenverwertung? Ja, es tut mir leid, aber auch wenn das Ergebnis jetzt sehr eindeutig ist, aber ich habe es gerade ein paar Spielern gesagt und für mich war das wahrscheinlich heute die beste Leistung, die wir diese Saison gebracht haben. Also was die Jungs da draußen gekämpft haben, gespielt haben, sich Chancen rausgespielt haben. Klar. Ich finde es leider ein bisschen schade, dass wir mit 0-1 ins erste Drittel gehen, weil wir halt eben so viele Chancen hatten. Nochmal, wir haben halt das eine Tor, was wir geschossen haben, haben nicht mal wir geschossen. Also da muss man ja auch nochmal, muss man sich ja halt Gedanken machen. Klar, Überzahl, wenn man halt nicht schießt, passiert halt nichts. Aber auf der anderen Seite, der Goalie heute von Tilburg war überragend. Also Hut ab von der Leistung. Und nein, ich bin wirklich stolz auf die Truppe mit dem Einsatz, was sie wieder gebracht haben. Und darauf hoffentlich genau so weiterspielen in den nächsten Wochen noch. Und ich hoffe, dass Coco nicht allzu schlimm ist. Danke.